Tja, das war im Hinblick auf die Werbung, als der Senat beschlossen hat, dass jetzt die Werbeanlagen digitalisiert werden. Und die neuen Werberechtsverträge, die jetzt in Kraft getreten sind, die letztlich leider von Frau Dr. Regine Günther unterzeichnet wurden, sehen vor, dass sehr viele Werbeanlagen digitalisiert werden. Und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ja letztlich nicht sein, dass der öffentliche Raum nur noch eine Projektionsfläche für die Wirtschaft wird. Und wenn wir halt auch über Klimawandel und Umwelt reden, eine digitale Werbeanlage im Citylight-Poster-Format verbraucht so viel Energie wie 10 Single-Haushalte. Und das ist ein Punkt, wo man sagen kann, okay, hier können wir jetzt sofort was machen, wo wir sofort Energie einsparen. Leider ist das inzwischen so, dass da mehr als 260 solcher Anlagen schon installiert wurden im letzten Jahr, und das bedeutet, wir haben hier einen Energieverbrauch von 2600 Single-Haushalten für nichts. Und im Hinblick auf Changing Cities und Verkehrssicherheit, was ja auch ein großes Thema ist, und die Vision Zero, die der Verein ja verfolgt und zu der sich ja auch der Senat verpflichtet hat, haben wir jetzt durch diese Displays noch mehr Hektik im Verkehrsraum, weil diese Displays stehen letztlich an den stark frequentierten Orten und sorgen durch Bewegtbild für noch mehr Ablenkung, dass die Verkehrssicherheit leidet. Man kann, wenn man sich engagieren will in einer Demokratie, in die Parlamente gehen. Das ist mir zu anstrengend, mich da mit den vielen Politikern auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich gedacht, für mich persönlich, der Weg der direkten Demokratie ist ein Weg, den wir ohne das Engagement in Parteien und ohne uns da groß zu binden, Ziele verwirklichen können über Gruppen, die zusammenkommen und sagen, wir arbeiten jetzt für 2-3 Jahre an einem Projekt. Und mir geht es natürlich darum, auch zu zeigen, guckt mal, wir können mit diesem Mittel der direkten Demokratie, Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksentscheid, die Städte und unser Umfeld und unsere Gesellschaft nachhaltig verändern, ohne dass große Lobbygruppen Einfluss auf die Politik nehmen, sondern man entwickelt ein Projekt und kann das damit umsetzen. Und die Menschen können sich auch letztlich besser mit der Demokratie identifizieren, wenn sie über solche Mittel der direkten Demokratie Ergebnisse erzielen, die dann auch nachhaltig wirken. Für mich als Juristen war natürlich das Schönste, als das Mobilitätsgesetz beschlossen wurde und letztlich man das Ziel erreicht hatte. Ich würde mich darüber freuen, dass der Verein den Weg, den er eingeschlagen hat, weiter verfolgt, insbesondere das Empowerment der Menschen. Der Verein hat ja schließlich mit dem Radentscheid gezeigt, dass Menschen, die engagiert sind, aktiv sind, wenn sie sich organisieren, wenn sie Wissen zusammenbringen, etwas auf die Beine stellen und auch etwas Nachhaltiges auf die Beine stellen, nicht einfach nur protestieren können. Und dieses Wissen, was letztlich ja bei dem Verein inzwischen immer mehr gewachsen ist, und die Infrastruktur, die anderen Menschen in anderen Städten zur Verfügung zu stellen, das weiter auszubauen, wäre eine schöne Sache.